IHK zu Düsseldorf lud am 13. Januar 2020 zu ihrem traditionellen Jahresempfang ins Maritimhotel nach Düsseldorf. Rund 1400 Gäste aus Wirtschaft und Politik trafen sich hier, um zu netzwerken, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und gemeinsam in das neue Jahr 2020 zu blicken. Zunächst mal freuen wir uns, dass wir zahlreiche Gäste haben und dass wir das neue Jahr mit viel Optimismus und Zuversicht beginnen können. Es wird anstrengend und challenging allemal. Die Voraussetzungen für die Wirtschaft sind vielleicht nicht mehr so rosig, wie sie es in den vergangenen Jahren waren, aber es liegt an uns, das Beste daraus zu machen. Und wie gesagt, einfach kann jeder. Das Jahr 2020 in Düsseldorf, das wird ein spannendes Jahr werden. Wir haben nicht nur Kommunalwahl, aber natürlich mit der Kommunalwahl entscheidet sich auch, wie wird die Stadt sich weiterentwickeln. Wir haben fast 1 Milliarde an Gewerbesteuer. Das heißt, wir sind eine gesunde Stadt. Das zu erhalten heißt auch, die Menschen, die in die Stadt kommen, sich um sie zu kümmern. Wir haben die Wirtschaftsstruktur weiter gestärkt. Wir haben vor 5 Jahren die Start-up-Initiative gestartet. Ich habe ja damals gesagt, Düsseldorf findet vor, eine sehr stabile, vielfältige, robuste Wirtschaftsstruktur. Aber das ist eben nicht ein Ruhekissen, auf dem wir uns ausruhen, sondern das ist der Humus, auf dem wir wieder neue schaffen wollen. Ja, 2020 wird das Jahr des Kohleausstiegs, so hoffe ich, dass wir bald ein Kohleausstiegsgesetz vorliegen haben. Und 2020 wird für mich auch ein Jahr für uns Grüne, für neue gesellschaftliche Bündnisse. Denn wenn es gelingen soll, diese großartige Herausforderung der Transformation der Wirtschaft in eine CO2-neutrale Zukunft, dann brauchen wir gesellschaftliche Bündnisse. Und die IHK ist für mich als Grüne auch ein wichtiger Bündnispartner, um das zu schaffen. Ich sehe die Entwicklung so, wie sie schon vor langer Zeit begonnen hat, wird weitergehen. Immer mehr Frauen werden hervorragende Positionen einnehmen, aber viel Veränderung ist nicht, weil wir sind ja schon längst dabei. Als Gastredner konnte die IHK in diesem Jahr den Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, gewinnen. Ich sehe die große Dynamik auch der Wirtschaft im Düsseldorfer Raum und ich sehe, dass große Dynamik Menschen häufig auch verwirrt, Angst macht, mit Unruhe konfrontiert und viele Leute verabschieden sich dann und sagen, oh nee, nicht so viel Veränderung. Darüber werde ich reden, wie können wir also eine mutige, den Wandel bejahende und gestaltende Gesellschaft sein und als zweiten Aspekt ein bisschen, wie Wirtschaft der Gesellschaft dient. Also es ist ja kein Selbstzweck, dass wir prosperieren, sondern es soll ja letztlich dem Wohlergehen von allen dienen und auch darüber werde ich ein bisschen reden. Wie kann man das wichtige Thema Klima mit der Wirtschaft verzahnen? Man wird eben Umstellungsprozesse haben und einige werden dann sich neue Geschäftsmodelle oder neue Sparten innerhalb der Geschäftsmodelle überlegen müssen. Wenn man E-Autos fährt, hat man keinen Auspuff mehr. Wenn eine Firma Auspuffrohre fertigt, dann ist das ein endliches Geschäftsmodell logischerweise. Aber Mobilität wird es immer geben und die zu organisieren und zu entwickeln, ist halt das neue Zukunftsfeld. Das ist aber auch keine neue Entwicklung, die haben wir immer. Wie stellen wir die Leitplanken richtig, dass sich die marktwirtschaftliche Entwicklung neu justiert? Und auch da werde ich durchgehen, ein paar Beispiele nennen, ein paar Vorschläge machen und mal gucken, wie das so aufgenommen wird. Die Partei Bündnis 90 Die Grünen setzt sich sehr stark für den Klimaschutz ein. Beschäftigen sich die Industrie- und Handelskammern denn auch mit diesem Thema? Das tun die Kammern auch, wobei ich die Grünen nicht nur auf das Thema Klima reduzieren wollte. Also wir haben sich mittlerweile doch sehr aneinander gewöhnt mit der Wirtschaft, sodass wir auch gewisse andere Themen haben. Also das Thema Klima alleine würde auch für die Grünen nicht tragend sein. Beim Jahresempfang schaut man natürlich auf das kommende Jahr. Was wünscht man sich für die Zukunft? Also für die IHK Düsseldorf ist der Wunsch, dass wir weiter vorankommen auf dem Weg, noch, sagen wir mal, servicefreundlicher für unsere Mitglieder zu werden. Und ansonsten ist mein Wunsch, gerade nach dem Jahresanfang, dass es trotz allem ein friedvolles Jahr 2020 wird. Dass der liebe Gott mir meinen Humor erhält, mich gesund erhält und dass die Menschen in Mehrheit am 13. September mich zur Oberbürgermeisterin wählen. Mein Wunsch wäre, dass Deutschland in diesem Jahr tatsächlich den Kohleausstieg schafft, den Kohleausstieg besiegelt mit Bündnispartnern wie der IHK, wie der Wirtschaft. Und das wäre mein Wunsch, dass dieses Jahr da die richtigen Weichen gestellt werden. Naja, ich bin ja vor allem Politiker und in der Demokratie bedeutet es immer, wir haben eine Wahl. Wir können uns so oder so entscheiden. Die Entscheidungen können schwer sein, aber wir können uns entscheiden. Wir können uns für das Richtige entscheiden. Und ich hoffe, dass wir diesen Moment erwischen und den Mut dafür aufbringen. Ich würde mich sehr freuen,
wenn die Bürgerinnen und Bürger diese Stadt nicht im Amt bestätigen würden. Ich habe sehr, sehr viel Freude, diese Stadt mitzugestalten an maßgeblicher Stelle. Das Wichtigste persönlich ist natürlich auch die Familie. Ich hoffe, dass alle gesund und munter bleiben, dass ich auch weiterhin an meinen Töchtern und meiner Frau so viel Freude habe wie bisher. Und was die Stadt angeht, glaube ich, dass wir weiter auf diesem, wie ich finde, erfolgreichen Weg gehen und dass es vielleicht auch immer mehr Menschen merken, was für eine liebenswerte und sympathische Stadt die Landeshauptstadt Düsseldorf ist. Die IHK zu Düsseldorf zeigte sich beim Jahresempfang 2020 entschlossen, die Herausforderungen der Zukunft anzugehen.